Star Wars Outlaws ist das erste Star Wars Open World Spiel von Ubisoft bzw. Massive Entertainment. Bisher wussten wir nur, dass Star Wars Outlaws 2024 erscheinen soll. Aber laut Dom Henderson ist ein Release im ersten Halbjahr bzw. im Mai sehr realistisch. Sofern es nicht noch einmal verschoben wird, was Ubisoft anscheinend sehr gerne macht. Und wenn das Ganze stimmen sollte, müssten wir eigentlich bald mal einen Ankündigungstrailer bekommen. Denn vom Avatar-Spiel, was auch von Massive Entertainment entwickelt wurde, kam der Trailer circa 3 Monate vor Release des Spiels raus. Und wenn das Ganze im Mai erscheinen sollte, müssten wir das bald mal bekommen. Ich bin auf jeden Fall schon mega gehypt auf Star Wars Outlaws. Wie sieht's da bei euch aus? Seid ihr gehypt oder sagt ihr eher so, Ubisoft, nicht so meins? Und falls ihr nichts mehr rund um Star Wars bzw. Star Wars Gaming verpassen wollt, dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Tschüss, du Wichser.